Ja, auch hier. Auf Urlaub. Was anderes kann man hier auch gar nicht machen. Außer Sonne und Meer ist hier absolut nichts los. Das einzig Aufregende ist die Frage, wie ich meinen Urlaub hier weiter finanzieren soll. Das hier ist die Hotelrechnung. Viel zu hoch, ich muss da ausziehen. Jetzt wohne ich hier in meiner Ente. Ne? Aber essen muss ich auch was. Ich muss an Geld kommen, irgendwie. Na, ich werde schon schaffen. Irgendwie. Ne? Habe ich vorhin gesagt, hier passiert nichts? Stimmt ja gar nicht. Wenn man genau hinsieht, passiert eigentlich immer was. Hier, ich habe oben am Halm gesaugt und die Limo ist nach oben gestiegen. So ein Ding, nicht? Normalerweise fließt sie doch nach unten. Warum steigt sie dann also mühsam nach oben? Weil sie mir einen Gefallen tun will? Doch wohl nicht. Also, ich sauge hier oben aus dem Halm die Luft raus. Und die Limo will in diese Leere hinein, nicht? Aber was treibt sie denn dazu? Irgendwer schiebt von unten oder von hinten oder von oben. Genau, das wird es sein. Die Luft nämlich. Die drückt von oben auf die Oberfläche der Limo, weil sie dahin will, wo keine Luft ist, nämlich hier oben. Und schiebt dann die Limo vor sich her. So wird es sein. Ja. Wieder ein Rätsel der Natur gelöst. War aber gar nicht so schwer, denn man weiß doch, Luft ist überall und die kann auch drücken. Ne? Ich meine jetzt nicht den Wind, das ist auch bewegte Luft. Ich meine die ruhige Luft, die man nicht sieht und die man nicht spürt. Und die kann auch Druck machen, wie Wasser. Ne? Ja, eigentlich leben wir ja wie Krebse auf dem Meeresboden. Ja. Wir leben auf dem Boden eines gewaltigen Luftmeeres. Ne? Über uns warten Kilometer hoch die Luftmassen. Ne? Und die drücken natürlich auch auf alles hier unten, weil sie was wiegen. Luft wiegt ja was, nicht? Aber gut, viel kann es nicht sein. Was wiegt Luft? Moment mal. Ich könnte sie doch wiegen, die Luft. Und dazu brauche ich einen Fußball. Kannst du mir den mal kurz leihen? Ja, hier, der ist sowieso platt. Na prima, danke. Jetzt noch der Ball kommt hier rein. Ja, ein Töpfchen. Ja. Mit diesem alten Bügel hier werde ich mir jetzt nämlich eine Waage basteln. Der Ball kommt auf diese Seite, so. Und hier kommt ein Töpfchen dran. So, in die Mitte setze ich jetzt mal eine Wasserwaage. Denn wir wollen es ja genau haben. Ne? So, jetzt kommt Sand in das Töpfchen. Denn das Ganze soll im Gleichgewicht sein. Ja, da fehlt noch was. Sehr schön. Die Sache ist genau im Gleichgewicht. Es wird sich aber gleich ändern, denn ich werde jetzt, vorsichtig, ja, mal ein bisschen Druck hier drauf geben. Der Ball hat es auch nötig. Ne? Also, Luft muss rein. Jawohl. Das ist ja das Schöne, dass man Luft zusammendrücken kann. Ne? Ja, noch ein bisschen. So, das müsste lang. Jetzt habe ich mindestens doppelt so viel drin wie vorher. Ja, nun wollen wir mal sehen. Ja, ich habe mir's gedacht. Der Ball ist schwerer. Und das ist die Luft, die ich da reingepumpt habe. Die wiegt ungefähr, bis er wieder im Gleichgewicht ist. So, jetzt. Ein Gramm. Also, das heißt, ein Liter Luft, so viel habe ich ungefähr da reingepumpt, wiegt ein Gramm. Das ist doch nicht viel, das ist doch eigentlich nichts. Ne? Ja, wollen wir mal sehen. Ja. Naja, es läppert sich. Was meint ihr wohl, wiegt die Luft in eurem Wohnzimmer so ungefähr? 75 Kilo ungefähr. Also so viel wie ich. Luft ist was. Übrigens, da fällt mir Leonardo da Vinci ein. Ihr wisst doch, dieser geniale Maler und Erfinder aus dem alten Italien. An einem schönen Sommertag, so vor etwa 500 Jahren, wurde er übermütig und trank seinen Rotwein ausnahmsweise mal durch einen Strohhalm. Er wusste auch schon, dass es irgendwie mit dem Luftdruck zusammenhing und ihm wurde klar, dass die Wasserpumpen in der Stadt genauso funktionierten wie sein Strohhalm. Dass also, wenn er oben die Luft aus dem Saugrohr pumpte, die Außenluft unten auf den Wasserspiegel im Brunnen drückte. Ja, dann blieb dem Wasser nichts anderes übrig,
als hochzusteigen. Dann aber im Jahre 1503 gab es eine entsetzliche Dürre. Es regnete kaum noch und das Grundwasser sank tiefer und tiefer. Leonardo verstand die Welt nicht mehr. Warum stieg das Wasser nicht wie sonst ganz nach oben, wo er doch so kraftvoll pumpte wie noch nie? Leonardo, obwohl sehr durstig, ging der Sache auf den Grund und fand heraus, dass man mit einer solchen Pumpe das Wasser nur 10 Meter hoch pumpen kann. Mehr ging einfach nicht. Und dann wusste er auch warum. Der Luftdruck, der ja schließlich sein Wasser hoch beförderte, war zwar so stark, dass er Wasser hochschieben konnte, aber eben nur 10 Meter hoch. Und als Wissenschaftler, der er nun mal war, verkündete er daraufhin, der Druck der Luft hier auf der Erde ist so hoch, dass er Wasser 10 Meter hochheben kann. Kein bisschen mehr. Das ist ein Naturgesetz. Ja, so war es. Seit damals wissen wir, die Luft drückt auf alles hier unten. Und sie kann eine Wassersäule 10 Meter hochheben. Der ganz normale Luftdruck eben, nicht? Das ist 1 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Das kann man sich so vorstellen. Ja, dieses Gewicht hier ungefähr drückt auf eine Fläche so groß wie meine Nasenspitze. Ja, so. Naja, nun drückt die Luft ja nicht nur auf meine Nase. Die drückt von unten, von allen Seiten. Und zwar insgesamt auf meinen Körper. Wollen wir mal ausrechnen. Auf meinen Körper mit, was? 200 Tonnen. Das sind ja 4000 Zentner. Das Gewicht von 40 Elefanten lastet auf mir. Ja, müsste ich doch flach sein wie ein Pfannkuchen. Ich verstehe das nicht. Aber das ist doch ganz einfach, nicht wahr? Gestatten, Frosch, Dr. Frosch vom Meteorologischen Institut in Bärstadt. Ich höre, Sie machen sich Sorgen wegen des Luftdrucks. Ja, ich habe hier gerechnet und... Ja, Sie haben richtig gerechnet. Und die Zahlen stimmen, junger Mann. Ja, warum bin ich da nicht schon längst zerquetscht vom Luftdruck? Ja, das ist eine gute Frage. Nur, weil Ihr Körper von Ihnen gegendrückt. Jede Zelle von Ihnen stemmt sich mit dem gleichen Druck dagegen. Und dann ist alles wieder schön im Gleichgewicht. Was, ich? Ich drücke nach außen mit der Kraft von 40 Elefanten? So ist es, junger Mann. Wenn das nicht so wäre, wenn Sie innen sozusagen leer wären, dann würde es Ihnen so gehen. Halten Sie mal. Ich sag mal. Ja? Dann würde es Ihnen so gehen wie diesem Kanister da. Ach. Was ist denn da drin? Bisschen Wasser. Sehr gut. Ich sag mal. Ja, ja. Das Wasser da drin wird jetzt verdampfen und die Luft heraustreiben. Jetzt ist fast gar nichts mehr drin. Gleich wird sich das bisschen Luft auch noch zusammenziehen und wir haben im Kanister eine entsetzliche Leere. Ich darf mal? Ja, ja. Ach, Sie wollen das Ganze abkühlen mit Wasser? So ist es. Ja. Und nun passen Sie mal auf, was geschieht. Seien Sie froh, dass Sie kein leerer Kanister sind. Denn wären Sie jetzt ganz schön zerbeult. Sie könnten mir jetzt mal beim Starten helfen. Wie? Beim Starten? Ja, ja. Die Luft. Die Luft. Die hat Kraft. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe sie nicht. Schwer vorzustellen. Auf jeden Fall würde hier einiges nicht mehr funktionieren. Die Windräder... Der Luftballon und natürlich die Flöte. Erst wenn man hineinbläst, gibt's einen Ton. Ohne Luft wäre die Flöte stumm. Und der Vogel würde runterfallen. Die Luft trägt ihn ja. Auch den Drachenflieger. Der ist schwerer, also muss mehr Luft drücken. Deshalb braucht er auch größere Flügel.
Der Pullover hier würde ohne Luft auch nicht funktionieren. Denn es ist ja die Luft zwischen den einzelnen Maschen, die so schön warm hält. Und beim Hund ist es dasselbe. Die Luft zwischen seinen Haaren wirkt wie ein Polster gegen Kälte und auch gegen Hitze. Ruhiger wäre es allerdings ohne Luft. Aber der Radfahrer hätte nichts Passendes, um es in die Reifen zu pumpen. Nur Luft lässt sich so schön zusammendrücken. Raus aus dem Schlauch kann sie ja nicht mehr. Das Ventil lässt nur Luft hinein. Und die macht jetzt aus jedem holprigen Waldweg eine glatte Straße. Sie federt. Und was beim Bus so zischt, ist auch wieder Luft. Der Fahrer drückt auf einen Knopf und die Luft über allerhand Hebel und Kolben öffnet die Tür. Sie kann also auch Kraft übertragen. Beim Laster auch. Der Fahrer tritt nur leicht aufs Pedal und Druckluft bremst das schwere Vehikel. Hier drückt die Luft nicht nur, hier saugt sie auch. Mit diesen Gumminäpfchen gibt sie Papier in einer Druckmaschine hoch und transportiert es auch noch weiter. Luft leistet auch manchmal Schwerarbeit. Hier dieses riesige Luftkissenboot hebt sie hoch, sodass es über dem Wasser schwebt. Und jetzt drehen sich die Luftschrauben und drücken jede Menge Luft nach hinten, worauf das Boot natürlich nach vorne geschoben wird. Tja, ohne Luft würde sich dann nichts bewegen. Und dieses Schlauchboot hier wäre nur ein trauriger Haufen Gummi. Aber jetzt muss ich doch mal sehen, was unser komischer Professor macht. Sie könnten mir nachher mal helfen, den Ballon zu starten. Das ist leichter, wenn jemand festhält. Ja, ach, Sie wollen mit dem Ding nach oben? Ja, also ich will nicht nach oben. Das Ding soll nach oben. Das ist nämlich ein Wetterballon. Ich will nämlich wissen, wie es da oben aussieht. Luftdruck, Winde, Temperatur und so weiter. Naja, Sie sind ja Meteorologe. Sie müssen wissen, ob da oben nur ein Tief oder ein Hochdruck ist. Ja, so ist es. Ob ein Elefant mehr oder weniger drückt. Heute ist es zum Beispiel schon warm und die Luft steigt nach oben. Wie über einer brennenden Kerze. Also drückt sie unten ein bisschen weniger. Und wir haben ein was? Einen niedrigen Luftdruck, wir haben ein Tief. Ja, wir haben ein Tief. Manchmal aber haben wir dort oben ein bisschen mehr Luft. Dann drückt sie auch etwas mehr. Und wir haben ein? Ein Hoch. So ist es. Und danach bewegen sich dann die Luftströme und die Winde und so weiter. Und so funktioniert das Wetter. Sehen Sie, der Ballon hier hat einen kleinen Sender. Mhm. Halten Sie mal. Und gleich werden wir wissen, wie es da oben aussieht. Na ja. Aber sagen Sie mal, Sie blasen doch hier keine Luft rein, nicht? Aber das weiß doch jedes Kind, dass in einem Ballon etwas Leichteres gehört als Luft. Sonst steigt er doch nicht. Das ist Helium. Ah ja, ja. Aber müssten wir da nicht ein bisschen mehr reintun? Der ist noch so schlapp. Aber lieber Freund, in 30 Kilometer Höhe, da müssten Sie einen ganzen Tag zu Fuß laufen, senkrecht nach oben, wird er von ganz alleine größer. Wieso? Er bläht sich auf, weil die Luft da oben dünner wird. Nicht wahr? Kein Druck mehr. Von außen. Ja. Jetzt geht's los. Ja. Ja, schön. Und da oben wird er nun größer. Naja, da ist ja auch die Luft dünner. Und ganz oben im Weltraum ist gar keine Luft mehr. Da müsste der Astronaut doch platzen, denn sein Körper drückt mit der Kraft von 40 Elefanten nach außen. Und außen ist nichts. Das macht aber nichts. Denn da oben trägt man einen Druckanzug. In den hier steigt gerade ein russischer Kosmonaut. Wassergekühlte Unterwäsche hat er an und jetzt steckt er im Druckanzug. In den wird Luft geblasen, atmen kann er da drin und die Temperatur stimmt auch. Verhältnisse wie auf der Erde. Luftdichte Handschuhe, ja. Ja, und jetzt Klappe zu, fertig für den Weltraum. Aber etliche Etagen tiefer, in einem normalen Düsenflugzeug, hätten wir auch Luftdruckprobleme. In 10 Kilometer Höhe können wir kaum atmen. Aber Gott sei Dank ist so ein Jet eine Druckkabine. Ist ein fliegender Weltraumanzug. Mutige Bergsteiger schaffen es ja auch fast so hoch. Aber der mickrige Luftdruck da oben schiebt nicht genügend Sauerstoff in die Lungen. Den muss man sich in Flaschen mitnehmen, wenn man nicht gerade sehr durchtrainiert ist. Na bitte. 8000 Meter hoch, mit Druckluft von unten.
Ist das eine gute Luft hier? Und sauber ist es. Naja, es gibt auch keine Autos hier in der Nähe, keine Fabrikschornsteine. Jodhaltig ist sie auch, das ist gesund. Und es riecht gut. Ja, da macht das Atmen richtig Spaß. Das Dumme ist nur, man muss dieser guten Luft immer hinterherlaufen, nicht? Urlaubsmäßig. In die Berge oder an die See. Und das kostet Geld. Aber das hier, das ist die Idee, um meine Urlaubskasse aufzubessern. Gleichzeitig tue ich was Gutes für die geplagte Menschheit. Nicht? Ja, mehr will ich noch nicht verraten. Ich muss erst mal diesen Ballon hier, den habe ich mir geliehen vom Dr. Frosch, mit frischer Meeresluft füllen. Und das ist gar nicht so einfach. Ja. Da kann der Mensch nur so einen irrsinnigen Luftdruck aushalten, aber die Lunge hat ja eher einen mickrigen Druck. Ne? Ich kann noch nicht mal diesen Ballon hier aufblasen. Braucht dazu eine Luftpumpe. Und dann geht mir auch noch die Puste aus dabei. Ist es nicht seltsam? Das Atmen geht automatisch. Ne? Essen und trinken kann ich aber nicht will. Ich kann es auch mal eine Weile lassen. Aber atmen muss der Mensch. Ja. Aber warum ist das so? Tja, vielleicht ist es wie bei einem Kraftwerk. Das funktioniert nämlich so. In einen Kessel kommt Kohle. Darin steckt Energie. Man kann sie aber nur rausholen, wenn man die Kohle verbrennt. Und dazu braucht man natürlich auch Luft. Jedes Feuer braucht den Sauerstoff der Luft. Und da kommt sie, reingeblasen durch einen Ventilator. Tja, nun wird im Kessel Hitze erzeugt. Dadurch gibt es Dampf. Der wiederum treibt eine Turbine und damit einen Stromgenerator. Und aus dem Schornstein kommt Kohlendioxid, Abgas. Beim Menschen funktioniert es im Grunde genauso. Zum Leben braucht er Nahrung. Darin steckt Energie. Aber davon hat er auch nur was, wenn er diese Nahrung verbrennt. Also braucht er auch Luft dazu. Und die kommt durch die Luftröhre in die Lunge. Hier wird der Sauerstoff rausgeholt und das transportiert ihn in alle Zellen. Im Magen und im Darm ist die Nahrung jetzt zerkleinert worden und wird ebenfalls über das Blut in alle Zellen gebracht. Und da wird sie jetzt verbrannt mit Sauerstoff. Sozusagen Millionen kleine Feuerchen im Körper, aber alle nur 37 Grad heiß. Dadurch wird Energie erzeugt. Und Abgase entstehen natürlich dabei auch. Das Kohlendioxid wird von den Lungen aus dem Blut rausgeholt und oben rausgeblasen. Ja, so ist es wohl. Deswegen brauche ich die Luft. Also genauer gesagt den Sauerstoff da drin. Ja, genau wie zum Beispiel diese Kerze hier. Die werde ich mal anzünden. So, ja, jetzt gebe ich hier ein kleines Fußbad aus Tee. Ja, man kann irgendwas nehmen. Tja, da brennt sie nun und verbraucht Sauerstoff. Aber jetzt werde ich ihr mal die Luft abschneiden. Was passiert? Ja, da, sie geht aus. Ne? Und habt ihr gesehen? Ein Teil der Luft im Glas hat sie verbraucht, die Kerze, beim Brennen. Dafür ist der Tee nachgestiegen. Und dieser Teil, das war der Sauerstoff. Der Sauerstoff, den alles Leben auf der Erde braucht. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie Quallen atmen? Müssen sie doch. Tun sie auch. Mit dem ganzen Körper. Sauerstoff ist nämlich auch im Wasser. Und den holen sie sich über ihre Haut. Mit allen Poren. Fische schlucken nicht dauernd, weil sie durstig sind, sondern weil sie atmen. Sie holen sich den Sauerstoff aus dem Wasser, wie wir aus der Luft. Und das verbrauchte Wasser schieben sie aus den Kiemen wieder raus. Diese Libellenlarve macht's wieder ganz anders. Sie atmet sozusagen, also mit dem Hintern. Ja, Wasser geht rein, Wasser kommt raus. Da sieht man's deutlich. So kriegt sie ihren Sauerstoff. Säugetiere, Vögel und natürlich auch der Mensch haben Lungen. Und je kleiner das Tier nun ist, desto leichter friert es. Es muss also viele kleine Feuerchen brennen haben, braucht deshalb auch viel Sauerstoff und muss schnell atmen. 200 Mal pro Minute holt eine Maus Luft. Elefanten sind da weniger hektisch. Sie atmen nur 5 Mal in der Minute. Das langt. Ich dagegen muss 4 Mal so oft Luft holen.
und mich jetzt auf den Weg machen. Ja, mein Motor atmet nicht nur Sauerstoff, der kann auch husten. Und natürlich ein bisschen die Luft verpesten. Aber da oben im Ballon habe ich Meeresluft. Vom Feinsten. Ganz was Besonderes. Ein Schatz für den, der was damit anfangen kann. Und ich kann. Jetzt werdet ihr sagen, das bisschen Luft da oben, das lohnt auch nicht. Da sind fast 1000 Liter Luft drin. Könnte ich stundenlang mit atmen. Will ich aber nicht. Ich will sie verkaufen, die Luft. Ja. Das ist der Anfang einer wunderschönen Verkaufsidee. Eine Marktlücke ist das. In dem Geschäft ist noch keiner. Das einzige Problem ist, man muss die Luft transportieren. Nicht? Aber die Idee ist auch nicht neu. Sind andere schon vor mir drauf gekommen. Ja. Zum Beispiel die Wasserspinne. Die einzige Spinne, die unter Wasser lebt. Da lebt sie nicht schlecht. Sie hat nur ein Problem. Sie muss Luft atmen. Und das macht sie so. Von der Wasseroberfläche holt sie sich Luft und nimmt sie mit nach unten. Da. Die Luftblase an ihrem Hinterleib. Und unten zwischen Wasserpflanzen baut sie sich dann eine gemütliche Luftglocke, in der sie lebt. Ja, von der aus sie auf die Jagd geht nach kleinen Wassertieren. Fressen kann sie allerdings nicht gleich, denn Spinnen nehmen ja ihre Beute flüssig zu sich. Das Wasser würde das Mittagessen gleich wieder wegspülen. Nein, gegessen wird in der Blase. Guten Appetit. Die Verdauung kostet Luft. Na, macht nichts. Da holt man sich eben noch ein bisschen was. Ja, diesmal vielleicht etwas mehr, denn das hier unten wird das Kinderzimmer. Schön geräumig und gut ausgepolstert. Da sind schon die Eier. Die Mutter geht ständig Luft holen. Aus den Eiern werden kleine Spinnen und die wissen schon, wie es geht. Bei ihrem ersten Ausflug nehmen sie sich eine kleine Luftblase mit. Hier ist noch so ein Überlebenskünstler, die Rattenschwanzlarve. Lebt unter Wasser und atmet durch einen Luftrüssel. Den kann sie sogar ein- und ausziehen, wie ein Teleskop. Der Molch hat sowas Praktisches nicht. Dafür kann er aber, wenn er Luft geholt hat, eine Viertelstunde unter Wasser bleiben. Wir dagegen halten es ja höchstens eine Minute aus. Dann müssen wir wieder nach oben. Es sei denn, wir nehmen uns die Luft mit nach unten. Komprimierte, zusammengedrückte Luft in Stahlflaschen. Unter Wasser atmen, ein tolles Erlebnis. Will man aber unter Wasser längere Zeit arbeiten, macht man es am besten wie die Wasserspinne. In einer Taucherglocke nimmt man sich eine große Luftblase mit nach unten. Die Glocke ist unten offen, da sieht man. Man kann raus und dann unter Wasser arbeiten. Und man hat seine Luft immer dabei. Das Schöne ist, Luft kann man nicht nur transportieren, man kann sie auch komprimieren, zusammendrücken, was man mit Wasser gar nicht könnte. Nicht? Hier, in dieser Flasche war vorher noch nicht mal ein Liter drin. Aber jetzt habe ich fast 10 Liter Luft reingepumpt. Ne? Ja, 10 Liter feinste, sauberste Meeresluft, hertransportiert im Ballon. Ja, nun ist natürlich auch eine Menge Druck drauf, ne? 10 Bar, immerhin 5-mal so viel wie in einem Autoreifen. Ja. Tja, ich denke, ich werde erstmal mit 100 Flaschen einsteigen. Hier eine Mitteilung des Meteorologischen Instituts Bärstadt. Die Ozonbelastung der Luft hat sich im Laufe des Nachmittags stark erhöht. Vermeiden Sie deshalb jede körperliche Anstrengung außerhalb des Hauses. Kindern und Gebrechlichen wird empfohlen, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Ich kann es nicht mehr hören. Die Luft wird immer schlechter. Jetzt auch noch das Ozon. Na, ich meine nicht das gute Ozon, was da oben fehlt, was uns ja schützt vor den UV-Strahlen. Ich sage nur Ozonloch. Nee, ich meine das böse Ozon, hier unten auf der Erde. Bodenozon, das ist ein giftiges Gas. Und schuld daran, ja, bin ich auch. Alle Autofahrer. Aus den Auspuffgasen nämlich, wenn die Sonne scheint und noch ein paar andere Dinge dazukommen, wird dieses Bodenozon. Aber wenn es nur das wäre. Wir blasen ja so viel Dreck in die Luft. Außerdem
Oder wir lassen blasen, nicht? Wenn wir zum Beispiel das Fenster offen lassen und die Heizung läuft. Dafür muss ja ein Kraftwerk stinkern. Nicht? Oder wenn wir mitten im Winter frische Erdbeeren wollen aus Afrika. Die müssen erstmal rantransportiert werden. Also muss ein Diesellaster die Luft verqualmen. Und dann kommen noch dazu alle möglichen chemischen Schweinereien aus Fabrikschornstein. Was weiß ich. Ne? Naja, der Luft kann es egal sein. Aber mir nicht. Ich muss sie ja schließlich einatmen. Ne? Aber wenn sie zu dick wird, habe ich ja dagegen eine Lösung. Ne? Und gar nicht teuer. Drangetreten, Leute! Heute im Sonnenangebot lustigst frische Meeresluft. Garantiert sauber, gesund und jodhaltig. Nur 3 Mark die Flasche. Ja, mein Herr, wie wär's? Frische Meeresluft. Ja, natürlich. Nur 3 Mark die Herrschaften. Einfach aufdrehen, danke. Einmalig günstig heute. Einmal frische Meeresluft, mein Fräulein. Bitte schön. Nur 3 Mark. Danke. Moment, Moment. Ja, habe ich genau das Richtige für Sie, Herr Wachtmeister. Danke. Na nein, lassen Sie sich denken, für Sie ist umsonst. Sie müssen hier stehen. Danke. Und ran geht's, Leute. Gegen die dicke Luft hier komme ich ja mit meinen Flaschen auch nicht an. Nicht? Aber immerhin, meine Urlaubskasse ist wieder voll. Und ich habe gelernt, wie kostbar die Luft ist und dass sie eigentlich besser werden müsste. Nicht? Ah ja. Ja, man kann ja klein anfangen mit dem Verbessern. Nicht? Dankeschön. Ja. Ja, ihr seht ja, ich habe noch eine Menge. Ja, einmal frische Meeresluft mir vor. Bitteschön. Danke, danke. Ihr seht ja, ich habe noch eine Menge zu verkaufen. Also, ihr könntet schon mal. Auch noch mal. Bitte sehr, bitte gleich. Einmal Luft. 3 Mark. Dankeschön. Ihr könntet also schon mal abschalten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und die frische Meeresluft hier. Greifen Sie zu. Drehen Sie ran. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal?